So, Freunde, jetzt bin ich nochmal mit einem kurzen Nachtrag. Ich habe gerade noch einen guten Tipp von einem Zuschauer gekriegt. Also wundert euch mal hier nicht über diese extreme Weitwinkelperspektive, aber ich habe jetzt mal die Kamera direkt darüber ausgerichtet mit der digitalen Wasserwaage, dass ihr wirklich genau horizontal im genauen Winkel über den Messern liegt für den Größenvergleich. Denn wenn du schräg filmst, hast du ja immer diese perspektivische Verzerrung. Die haben wir in dem Fall nicht. Und der Zuschauer hat geschrieben, wäre cool, wenn sie mal ein Victorinox legen würde, damit man hier einen gewissen Größenvergleich hat. Und das machen wir jetzt mal. Darum auch die Ausrichtung mit der Kamera direkt senkrecht darüber, damit man da mal einen Vergleich bekommt. Ich werde das jetzt mal hier ansetzen. Ich habe hier noch die Linien eingeblendet auf der Kamera. Da kann ich das immer so ein bisschen gleichmäßig ausrichten. Also da haben wir jetzt mal das Fullpiece in grün in dieser Ausführung und hier unten haben wir mal eine Classic. Ups. Ein Classic, das wir mal hier dazulegen. Das setze ich mal auf. Das machen wir mal so. Dieser Pendel, den müssen wir einfach mal ignorieren. Das setzen wir mal genau hier an die Linie und das setzen wir hier drunter an die Linie. Und hinten hört es genau gleich auf mit dem Gehäuse. Den Schalen so, dann seht ihr mal hier den. Ups, verdammt. Ja, über die Kamera zu gucken, ist das immer so eine Geschichte. So, und jetzt habt ihr aber auch keine perspektivische Verzerrung und seht jetzt den Größenunterschied zwischen dem Fullpiece oben und dem kleinen Classic unten. Naja, das sieht man schon. Also, wenn ihr das jetzt sehen würdet, ich habe hier so eine. Das Videobild gedrittelt und das Classic hatte genau die Größe von so einem Drittelkästchen von der Auflösung. Und die Klinge geht hier noch auf 50% drüber. Ne? Also man sieht doch schon einen Unterschied mit der 5,5 cm Klinge zu einem Classic. So, wir machen mal das Classic beiseite. Was ich hier noch habe, ist ein Kadett. Das ist natürlich ein ausgewachsenes Victorinox. Legen wir das mal dazu. Dann haben wir hier, wenn wir das wieder hier hinten ansetzen, das wieder hier. So, dann sieht man hier den Unterschied zwischen Fullpiss und, nein, das ist kein Kadett, was sage ich denn, das ist ein Pioneer. Zwischen Fullpiss und Pioneer, also dann 93 mm Klasse. Und ich kann noch hier das Malga in Titan dazulegen. Da habt ihr dann nochmal den Größenvergleich zum Malga 6 hier in Titan. So. Dann können wir den noch oben drüber legen. Müssen ja dann jetzt alle passen. Mehr habe ich gerade nicht zum Vergleichen, Victorinox. Also, das muss jetzt gerade mal ausreichen, um sich hier einen Eindruck zu verschaffen. Ja, ich hoffe, das ist hilfreich für alle noch Unentschlossenen, ob ein Fullpiss was für sie sein könnte fürs EDC. Ich würde sagen, ja. Vor allem, wenn du dann auf Titan und M390 stehst, das natürlich dann in der krassen Ausführung. Ist natürlich cool, weil das findest du in der Klasse sonst nicht, außer hier haben wir jetzt auch ein MKM mit Titan und M93. Gut, das war's jetzt dann aber. Danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut, bye bye, euer Billy.